Na gut, erstmal die Kamera wieder richtig drehen mit diesen doofen. So, also, wir waren gerade dabei, die Techniker auszubilden, damit wir die wichtige Mission machen können. Und ich sehe hier welche ohne Tags. Oh, ein außergewöhnlicher Pampers-Einbrecher. Das ist gar nicht gut. Ihr kriegt gleich mal verwirrende Tags. So. Ah, ist okay. Oh, wir haben noch mehr Leute hier. Aber die sind nur erbärmlich, das geht schon. Klick. So. Kamera wieder zurückdrehen. So. So, außergewöhnliche Einbrecher. Die werden da wohl hier hin wollen. Aber noch nicht wissen, dass genau da die Schatzkammer ist. Dafür sollten sie auch vorher unbedingt abfangen. Weil ich denke mal, wenn die rausfinden, wo die Kammer ist und danach auch noch fliehen können, dann wissen ab dem Zeitpunkt alle Einbrecher, wo unser Gold ist und laufen dann schnurstracks dahin. Das wäre nicht so toll. Sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Strom ist momentan noch okay. Ausbildungsraum wird gar nicht so sehr benutzt. Und ich sehe gerade, wir bräuchten noch so einen Arbeitstisch für die Ausbildung von Technikern. Dann wurde sie halt durchbrochen. Die ganzen roten Punkte sind alle noch hier im Eingangsbereich. Das ist soweit okay. Lassen die sich eigentlich gut verwirren? Oh ja, sehr schön. Ist auf null. So viel also zu den Außergewöhnlichen. So viel besser sind die gar nicht. Was macht unser Hotel? Warum läufst du panisch rum? Hier ist doch gar nichts los. Können wir nicht gucken, ob die irgendwie in Benutzung sind? Nö. Hm. Na gut. Und Kane treibt sich in der Lobby rum. Jetzt sag nicht, dass du tanzen gehst, dann... Na, mal gucken. Geht er was trinken oder geht er tanzen? Hier ist nämlich sonst nichts. Okay, du stehst einfach rum und brauchst eine. Echt skurril, der Typ. Aber na gut. Die werden alle rausgeleitet. Das ist sehr schön. Was sagt die Weltkarte? Die Weltkarte sagt, da leuchtet was ganz dicke rot. Das sollten wir auch bald machen. Also nicht den Techniker sah, sondern die Hauptmission. Hier wären noch zwei kleinere, aber nö. Also fünf Techniker brauchen wir. Dann ziehen wir einfach mal ein paar ab. Also einen ziehen wir ab und zwei Wachen. Und vielleicht noch zwei Kammerdiener, damit es nicht ganz so viel Wut produziert. Du kommst da weg. Du hast hier auch zwei neue Missionen gefunden, das ist gut. Kannst also aufhören. Wo hatten wir noch welche verteilt? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Schon sind wir auf die 5, aber ich hätte gerne noch ein extra. So, 6 Stück. Und wir haben noch einen hier. Sehr gut. Also, alle Mann, die ich gerade abgezogen habe, da bitte hin. Dann hätten wir 4 Kammerdiener, 6 Techniker, 2 Wachen. Ne, die 2 Wachen sind ein bisschen wenig. Ich ziehe nochmal hier 2 Wachen ab. Und da haben wir schon 2 abgezogen. Und hier nochmal 2. Damit wir nicht ganz so viele Leute verlieren. Muss ja nicht sein. Und das war der falsche. So ist's richtig. Sehr gut. Weiterlaufen lassen. Jetzt werden die Reihe um alle eingesackt. Wir sehen hier überall diese kleinen Hubschrauber-Symbole hier. Und wenn die denn alle da sind, dann entführen wir mal den Verbrecherkönig. Risiko 2 dürfte echt kein Problem sein. Bringt komischerweise nur einen Bekanntheitsgrad. Aber na gut. Lesen wir so lange mal vor. Marvin De Luca ist der Kopf von Amerikas berüchtigter Familie. Die De Lucas haben sich einen Namen gemacht, als sie während der Prohibition selbstgebrannten hergestellt und verkauft haben. Und jetzt haben sie ihre Finger in einigen kriminellen Aktivitäten, angefangen bei Spielhöllen bis hin zu Schutzgelderpressungen. Bitten Sie um eine Audienz bei De Luca und machen Sie ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Ja, klingt soweit nicht besonders. Wozu auch immer wieder 6 Techniker brauchen. Sind jetzt alle da? Jo. Dann mal Klick und los. 1,30 ist ja zu verkraften.
immer zwischendurch mal wieder einen Blick auf die Basis. Und was bist du? Du bist ganz schön rosa. Erbärmlicher Spitzel. Na gut. Die sind alle verwirrt. Die hauen hoffentlich bald ab. Bisher wurde noch nichts im Hotel zerstört. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Da habe ich ja ganz andere Horrorgeschichten gehört. Dass man tierisch viel für die Dekoration hier ausgibt. Und dann kommt jemand an und zerschießt das einfach alles. Und die Agenten kommen ja noch leichter ans Hotel ran als in unsere Basis. Das ist schon ärgerlich dann. Aber gut. Ein guter Spitzel. Gucken wir mal, wie gut sie ist. Nicht besonders gut. Sie lässt sich gleich abfangen. Ja, wir haben zwischen 600.000. Sehr schön. Also, ein Stapel ist voll. Der da ist halb voll bis drei Viertel. Und hier unten ist gar nichts. Nee. Wie viel Geld müssen wir denn bitte schon haben, bis wir so eine Schatzkammer voll bekommen? Aber na gut. Du hast bald Gesellschaft. Hier haben wir nichts mehr zu tun. Dieses komische Lautsprecherding hat einen Radius bis hier. Du hast einen ziemlich kleinen Radius, wo ich das gerade mal so sehe. Also ja, du könntest jetzt jemanden umbringen, aber will ich nicht unbedingt. So, hat geklappt, sehr gut. Wie viele haben wir denn verloren? Wir hatten 477. Wir haben 346. Ja, das ist zu verkraften. Dann geht ihr mal... Ach komm, macht die Mission hier auch gleich hinterher. Oh nee, 10 Arbeiter. Okay, was haben wir hier? 6 Kammerdiener. Können wir auch nicht. Dann stehlt halt erstmal eine Weile. Wir brauchen noch mehr Gold. Für was auch immer. Das heißt, uns fehlt jetzt nur noch einer. Oh, eine Videonachricht. Die Welt kann ein gefährlicher Ort für ihre Bediensteten sein. Wenn sie einen feindlichen Agenten in einer Region entdecken, können sie den Verstecken-Button benutzen. Wenn sie über genügend bemannte Bedienungstafeln verfügen, können sie sich die Gerechtigkeitsplatzierung in einer Region anzeigen lassen. Dieser Wert gibt die Wahrscheinlichkeit an, die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zu lenken. Versteckte Bedienstete können weder Verschwörungen planen noch auf Beutezüge gehen oder sich an infamen Aktionen beteiligen. Sie können aber auch nicht eliminiert werden. Bedienstete kommen nach ein paar Minuten wieder aus ihren Verstecken oder wenn sie den Auftrag zur Verschwörung oder Plünderung geben. Über Handlanger, die während einer Mission auf der Weltkarte angegriffen werden, müssen sie sich keine allzu großen Gedanken machen. Sie finden von selbst einen Unterschlupf und kehren später zu ihrer Insel zurück. Okay. War jetzt nichts wirklich Neues. Keine Ahnung, wann was jetzt gerade aufgepoppt ist. Aber na gut. Ich wollte eigentlich gucken, was wir noch zu tun haben. Marvin DeLuca. Der müsste jetzt gerade hergeflogen werden. Das heißt, es fehlt nur noch der unergründliche Lai Jinglo. In China und Südostasien. Spüren Sie ihn auf. Das klingt nach dem Plan. Südostasien und China. Okay. Wir haben echt tierisch wenig Techniker. Wir ziehen die hier mal alle ab. Pause. Und schicken die zwei dahin. Ein dahin. Und einen dahin. Du wirst da verschwören. Ihr geht da alle auf Verschwören. Du wirst da verschwören und du wirst da verschwören, wenn du denn mal ankommst. Warnung, feindliche Personen in Basis entdeckt. Und ein Feind. Was ganz Außergewöhnliches. So, du. Verwirren. Stopp. Klick. Alle verwirren. So. Kamera wieder zurückdrehen. So. Also, falls jemand weiß, wie man die Kamera immer automatisch nach Norden zentrieren kann, mit nur einem Knopfdruck oder so, das wäre echt toll. So. Wow, 5 Stück auf einmal. Aber es ist eine schlechte Spitze, das ist schon okay. Damit werden unsere Kammerdiener im Nu fertig. Oh, und was zur Hölle bist du? Du bist Marvin DeLuca. Hat die ihm gerade hinterher gestöhnt? Okay. Und er macht etwas Wichtiges, genau wie der andere auch. Er hier. Er macht auch etwas Wichtiges, was auch immer das sein mag.
Aha. Ach, so funktioniert das Ding. Die Leute, die gerade wenig Pfeile oben haben, also wenig Attribute haben, stellen sich an das Ding, lassen sich irgendwie berieseln und regenerieren so ihre Attribute. Das wirkt gar nicht passiv. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber trotzdem eine super Verbesserung für uns. Was zur Hölle machst du da? Du arbeitest für uns. Das ist richtig. Und du hast nicht mal salutiert. Das finde ich jetzt gar nicht toll. Nochmal. Du. Nee. Jung, so nicht. Du stirbst jetzt. Du hast nicht salutiert. Ich sagte, du. Oh. Hä? Das muss ein Spitzel sein. Ich kann den nicht umbringen. Oder ich habe gerade erst jemanden umgebracht und deswegen geht's nicht mehr. Na gut, ich werde dich im Auge behalten. Weltkarte sagt... Oh, ich sehe da ein Sternchen. Das ging ja schnell. Stopp, erstmal Pause. Was brauchen wir für die Mission? Wir brauchen 5 Wachen. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Oh, und ein Gegenstand. Und noch ein Ming. Nicht schlecht. Brauchen wir 9 Arbeiter für. Ha. Ich glaube, ich klaue das Ding zuerst. Und da ist noch was. Ming, bling, bling. Das hat nur Risiko 1. Okay, also ich klaue gleich 2 Ming-Vasen. Auch nicht schlecht. Wir brauchen 2 Arbeiter, 2 Kammerdiener, 1 Techniker. Ziehen wir mal. Das war die Region, wo man so viel Geld macht, richtig? Richtig. Nee, da ziehen wir niemanden ab. Hier können wir alle abziehen. Weil die Wut bei den Pampers-Leuten ist inzwischen auch ziemlich hoch. Da müssen wir nichts riskieren. Also alle Jungs einmal raus hier. Blau regeneriert sich erstmal. Gelb ist auch so eine gute Aktion hier mit dem Geld. Also lassen wir die drin. Ihr bleibt da. Wir haben gar nicht mehr so viele Leute auf der Karte. So, du kannst hier noch weg. So, also, Ming, bling, bling. Oh, und da ist noch was. Geht ja richtig ab. Alles nur geklaut. Was haben wir hier? Es ist durchsichert, dass ein Textilstoff entwickelt wurde, der über sehr interessante Eigenschaften der Lichtreflexion und Brechung verfügt. Hört sich gut an. Klauen wir ihn. Ja, also wir schicken definitiv alle Jungs, die wir gerade abgezogen haben, hier hin. Und wir werden noch mehr Arbeiter hinschicken müssen. Denn für die andere Mission brauchen wir hier 10 Stück oder so. Also davon noch 10 Stück. Haben wir noch 11 in der Basis, aber das wird dann wohl reichen müssen. Also Plan ist, wir klauen das, wir klauen das, wir klauen das und dann machen wir den da. Währenddessen verdienen wir nur noch 6.800, aber das ist vollkommen okay, denke ich mal. Zeit weiterlaufen lassen, denn es dauert jetzt eine Weile, bis unsere ganzen Arbeiter zum Hubschrauber gelaufen sind, mit dem Hubschrauber dahin gebracht werden und so weiter und so weiter. Das heißt, ja, jetzt ist die Aufgabe jetzt abgeschlossen. Er hat ganz schön lange dahin gebraucht. Genau, hier sitzen da 2 Leute. Na gut. Können wir dich inzwischen umbringen? Ja, können wir. Na also. Du stirbst jetzt. Und zack. Na also. Gucken wir, ob sie jetzt salutieren. Geh da hin. Du. Das ist kein Salut, doofer Techniker. Na gut. Oh, ich sehe jede Menge rote Punkte. Die haben aber alle ein Tech? Nein, die gelben da haben kein Tech. So. Und die ganzen Zivilisten sollten wir auch mal rausschmeißen. So. Sehr gut. Haben wir jetzt alle? Jo, haben wir. Sehr gut. Abspeichern. Und nächste Folge müssen wir dann dazu kommen, die ganzen Ming-Vasen und komischen Hightech-Stoffe und was weiß ich noch alles zu klauen. Da freue ich mich schon drauf. Mal gucken, was das alles bringt. Aber abgespeichert ist und wir sehen uns gleich wieder.